Ja, war echt eine super coole Party. Danke, Karl. Meinetwegen können wir das jetzt jeden Samstag machen, bis ihr hier einzieht. Von mir aus gerne. Solange meine Eltern keinen Wind davon bekommen. Voll cool, Alter. Gott sei Dank haben die noch was übrig gelassen. Das kommt gut für einen kleinen Ohnmachtzappen um Mitternacht. Oder wollt ihr etwa auch was? Lasst uns mal anfangen aufzuräumen. Meine Eltern müssen ja nicht unbedingt mitkriegen, dass wir das Haus schon mal eingeweiht haben. Meine Mutter war anfangs voll dagegen, die Villa zu kaufen. Aber mein Vater konnte sich schließlich doch überreden. Naja, wegen dieser alten Geschichte. Oh, welche alte Geschichte? Spukt sie etwa? Ja. Nein, in diesem Haus hat mal ein berühmter Juwelendieb gewohnt. Als die Polizei ihm auf die Schliche kam, war es dann zu spät. Sie haben ihn hier in der Villa aufgefunden. Tot durch Herzschlag. Und seitdem spukt sein unruhiger Geist durch das Gemäuer. Mann, langsam wird's langweilig. Was war das denn? Habe ich geträumt? Ich könnte ein Pferd verdrücken. Was esse ich mal zuerst? Wurstsalat, Nudelsalat oder Hühnchen? Ja, okay, alles. Nein, Klößchen, du hast keine Angst. In der Villa spukt es nicht. Es gibt für alles eine ganz natürliche Erklärung. Da siehst du, Klößchen, alles ganz normal hier. Keine Spur von Gespenstern. Guten Abend. Da ist jemand im Haus. Das hast du nur geträumt. Leg dich wieder hin. Nein, da sind zwei Männer in einem Zimmer hinter der Bibliothek. Was? Ist doch alles wie immer. Du hast bestimmt geträumt. Nein, hier habe ich vorhin gestanden. Psst, falls sie noch da sind. Irgendwie muss ich diesen Drehmechanismus ausgelöst haben. Ah, seht mal hier, eine kurze Geschichte der Zeit von Stephen Hawking. Und hier, die gesammelten Werke von Sigmund Freud. Der Juwelendieb hatte offensichtlich wissenschaftliches Interesse. Nicht schlecht. Tatsächlich ein Geheimzimmer. Wow. Ein Juwelendieb. Irre cool. Oh Mann, was hier alles rumliegt. Na, was habe ich euch gesagt? Ja, ja. Der Globus ist ja cool. Mensch, Gabi. Irgendwann mache ich mir noch mal in die Hose. Echt jetzt? Die haben ja ganz schön gewütet. Seht mal hier, das sind Grundrisse von Gebäuden. Eine Rütli-Bank in Zürich und hier ein Juwelier. Wahrscheinlich Einbruchspläne. Aber was haben die beiden Typen hier wohl gesucht? Dank eurer Entdeckung finden wir vielleicht in dem Zimmer einen Hinweis auf Labutskas letzten Einbruch. Die Beute wurde nämlich bis zum heutigen Tage nicht gefunden. Und das Verbrechen liegt schon 10 Jahre zurück. Vielleicht haben die Einbrecher in dem Zimmer ja nach der Beute gesucht. Ja, möglich ist alles. Wer wurde denn damals ausgeraubt? Juwelier Adelmann. Hier aus unserer Stadt. D-
Dann haben deine Eltern also das Haus gekauft, in dem Labutzka gewohnt hat. Mhm. Das war keine schöne Geschichte. Er und seine beiden Kumpane haben mich vor 10 Jahren überfallen. Schmuck für 150.000 Euro haben sie mitgehen lassen. Labutzkas Handlanger. Horst Kauper und Erwin Deininger wurden gefasst. Die saßen für fast 10 Jahre hinter Gittern. Vor ein paar Wochen, so hat man mir gesagt, wurden sie aus der Haft entlassen. Der Schmuck ist nie mehr aufgetaucht? Leider nein. Ich hatte sogar eine Belohnung auf die Wiederbeschaffung ausgesetzt. Trotzdem nichts. Wenigstens haben wir schon mal gefeiert. Ja, die Party war cool. Ihr wollt echt schon wieder verkaufen? Tja, meine Mutter ist total ausgerastet, als sie mitbekommen hat, dass im Haus eingebrochen wurde. Sie hat meinen Vater so lange bearbeitet, bis er damit einverstanden war, zu verkaufen. Auf keinen Fall will sie hier einziehen, hat sie gesagt. Die wird das Haus noch nicht einmal mehr betreten. Naja, und als sie so richtig in Fahrt war, habe ich mein Fett natürlich auch gleich noch abbekommen. Klar hat sie auch von der Party erfahren, die wir hier heimlich gefeiert haben. Ich muss 4 Wochen lang jeden Abend pünktlich um 8 zu Hause sein. So ein Mist. Ja, echt Mist, Karl. Sorry, dass du die Suppe jetzt alleine auslöffeln musst. Ach, keine Sorge. Die beruhigt sich schon wieder. Aber wie machen wir denn jetzt mit den Einbrechern weiter? Die haben doch wahrscheinlich nach der Beute aus dem Adelmann-Überfall gesucht, oder? Lasst uns doch mal ins Internet gehen. Da finden wir sicher was. Da ist doch bestimmt massenweise in den Zeitungen drüber geschrieben worden. Karl, gibt es vielleicht im Netz sowas wie ein Zeitungsarchiv? Bereits 3 Tage nach dem brutalen Überfall auf den Juwelier Adelmann konnten die Gangster gefasst werden. Bla, bla, bla. Ah, hier wird's interessant. Der vermeintliche Kopf der Bande, Heinz Labutzka, musste heute wieder aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Eine Zeugin bestätigte, dass Labutzka während der Tatzeit bei ihr in Walachau gewesen sei und verschaffte ihm so ein hieb- und stichfestes Alibi. Bla bla bla, bla, bla. Hier, die Juwelendiebe Kauper und Deininger werden zu 10 Jahren Haft verurteilt. Bla bla bla. Ja, und nun eine Woche später, Heinz Labutzka wird tot in seinem Haus aufgefunden. Naja, und so weiter. Die Beute aus dem Adelmann-Überfall wurde also nie gefunden. Genau wie dein Vater gesagt hat, Gabi. Okay. Aber wir sind trotzdem etwas schlauer als vorher. Hä? Ja, da ist doch eine neue Person ins Spiel gekommen. Die geheimnisvolle Freundin von Labutzka. Vielleicht kommen wir über die ein Stückchen weiter. Kannst du die Fotos von den Gangstern mal vergrößern? Die kommen mir irgendwie bekannt vor. Kannst du den Bart mal wegmachen? Klar. Sekunde. Und so. Das ist ja irre. Was? Hä? Sag schon. Ja, und der da. Mach dem doch mal die Haare weg. So, dass er eine Glatze hat. Ja, das sollte gehen. Wusste ich doch. Das sind die Einbrecher aus der Villa. Nur 4 Jünger. Können wir rauskriegen, wo die 2 wohnen? Kann ich ja versuchen. Herr Bohne. Hallo, hier spricht Karl. Wie sieht's aus? Wie läuft denn der neue Wagen? Wow, nicht schlecht. In 7 Sekunden. Beeindruckend. Ja, hören Sie, ich hätte da mal eine Frage. Haben Sie eine Sekunde für mich? Hier hat Deininger früher gewohnt und Kauper gleich um die Ecke. Lasst uns mal sehen. Kein Deininger, aber das wäre auch zu einfach gewesen. Klingel doch mal bei den Nachbarn. Vielleicht wissen die ja was. Ja, wer ist denn da? Guten Tag, mein Name ist Gabi Glockner. Wir suchen einen Ihrer Nachbarn. Oder vielmehr einen Ihrer ehemaligen Nachbarn. Vielleicht können Sie uns helfen. Der Mann heißt Deininger. Deininger? Oh je, Kindchen. Das ist aber schon sehr lange her. Nee, der wohnt nicht mehr hier. Der sitzt schon lange im Gefängnis. Und genau da gehört er auch hin, wenn du mich fragst. Aber er ist inzwischen entlassen worden. Und wir würden gerne mit ihm sprechen. Er wurde entlassen? Aber trotzdem. Nein, hier wohnt er nicht mehr. Haben Sie eine Idee, wo wir ihn finden könnten? Vielleicht einen Ort, wo er sich früher mit seinen Freunden getroffen hat. Ja, sicher. Im Weinkeller. Da hängen die doch alle rum. Na dann hinein. Das gibt's doch nicht. Das sind die tatsächlich. Kommt. Hast du gehört? Die Familie will die Villa schon wieder verkaufen. Aus Angst vor Einbrechern. Na, uns kann's nur recht sein. Dann überrascht uns heute Abend sicher nicht schon wieder jemand. Und wir können in Ruhe suchen. Wir müssen endlich diese bescheuerte Karte finden. Sonst suchen wir uns dumm und dämlich in dieser elenden Pfütze. Pfütze? Was meinen die denn mit Pfütze? Keine Ahnung. Aber dafür weiß ich schon, was wir heute Abend machen. Klößchen, wach auf! Auf, wir müssen los. Ach komm, das kann ja nicht sein. Ich bin doch gerade erst eingeschlafen.
Los, komm schon, du Schlafsack. Die anderen warten schon. Hey, sei bloß leise, Tim. Du Töfer läuft draußen Patrouille. Wir verstecken uns in dem Geheimzimmer und warten dort auf die Gangster. Und wenn sie kommen und anfangen zu suchen, schlagen wir zu. Geht klar! Durchwühlen wir es eben nochmal. Irgendwo muss sie ja sein. Vielleicht hier. Ist schon wieder nichts. Sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Guten Abend. Du schon wieder. Was machst du da? Also das möchten wir eigentlich erstmal von Ihnen wissen. Noch ist das unser Haus. Polizei, kommen Sie schnell in die Kantstraße 11. Ein Einbruch. Ja. Verdammt, er ist uns entwischt. Aber wenigstens einen haben wir geschnappt. Deininger hat gestanden, dass sie es auf die Beute abgesehen haben. Anscheinend hat Labutzka noch kurz vor seinem Tod eine Karte angefertigt, aus der hervorgeht, wo er den gestohlenen Schmuck versteckt hat. Tja, und wir haben sie jetzt zum zweiten Mal erfolgreich bei der Suche gestört. Haben Sie die Karte gefunden? Leider nein, obwohl wir schon die ganze Villa auf den Kopf gestellt haben. Wir müssen einfach nochmal überlegen, wo hätten wir die versteckt? Das können wir schlicht vergessen. Hier ist sie nicht. Einen kleinen Moment noch. Das Mosaik auf dem Boden ist echt ungewöhnlich. Dann wollen wir mal den Teppich wegräumen. Ich komme gleich runter und helfe euch. Schon erledigt, Klößchen. Hier verdichtet sich das Muster. Seit wann interessierst du dich für Steinböden? Das ist eine Karte. Jetzt seh ich's auch. Ich hab's doch geahnt. Ich leg jetzt mal das Foto, das wir von dem Boden geschossen haben, über die Landkarte von der Gegend. Das sieht mir sehr nach einer Kirche aus. Keine Ahnung, was das sein könnte. Das da ist eindeutig eine Markierung. Und da ist die Beute versteckt, würde ich sagen. Ja, und wo ist das? Moment, der Computer spuckt es gleich aus. Walachau. Walachau? In der Zeitung stand doch, dass eine Frau aus Walachau Labutzka damals das Alibi verschafft hat. Bergstraße 5. Liegt wohl direkt neben der Dorfkirche. Moment mal. Walachau, das scheint auch kein normales Dorf zu sein. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, was die Typen mit Pfütze gemeint haben. Also das ist eine echt super Werbung, stimmt's? Oder ein abschreckendes Beispiel. Bin mal gespannt, wo diese kleinen Hosenscheißer mich hinführen.
Dort könnt ihr die Dächer von Walachau erkennen. Und den Kirchturm. Den Stausee gibt es seit 3 Jahren. Zur Stromgewinnung. Damals ist das Tal geflutet worden und die Leute aus Walachau mussten ihre Häuser räumen. Dann ist der Stausee also entstanden, während Kauper und Danninger im Gefängnis waren. Wenn Labutzka die Beute in Walachau versteckt hat, ist sie noch hier. Er war ja längst tot, als das Tal geflutet wurde. Zurzeit ist der Wasserstand ziemlich niedrig. Ich tauche mal runter und sehe nach. Sei bloß vorsichtig. Ach, mach dir keine Sorgen. Nicht weglaufen! Bestimmt nicht! Mist! Der will da wirklich runter. Jemanden. Los, Leute! Sie schickt der Himmel. Gut. Können Sie uns bitte helfen? Was ist denn los? Es ist ein Notfall. Naja, Oh, bitte. Na gut, dann... Danke. Los, rein mit euch. Fahren Sie bitte los. Den Wagen da hinterher. Wird gemacht. Ich habe Herrn Adelmann hergebeten, um den Schmuck zu identifizieren. Jetzt bin ich gespannt. Und wie erst? Ich hätte nie gedacht, dass ich diese schönen Stücke jemals wiedersehe. Vielen, vielen Dank. Herr Adelmann? War nicht eine Belohnung auf den Schmuck ausgesetzt? Aber natürlich, ihr habt den Fall gelöst und deshalb steht euch die Belohnung zu. Ich habe schon mal eine Liste angefertigt, was ich mir mit meinem Anteil der Belohnung kaufen werde. Also, woher weiß ich bloß, was auf deiner Liste steht? Mozartkugeln aus Salzburg, weiße Schokolade aus Belgien mit einem Hauch Koriander, Chili-Trüffel aus Santa Fe, grillierte Walnüsse mit Marzipan aus Kalifornien, Letter-Krokant-Schokolade aus dem Elsass, Hirten-Krokant-Schokolade mit Erdbeerstückchen aus Spanien, Kürbiskerntrüffel aus Tirol, Waldbeer-Mascarpone aus...